Hallo, hier ist Markus Rapp. Ja, heute komme ich endlich dazu, das Prinzip 5 über das Leiterschaftsseminar aufzunehmen, 21 Prinzipien von effektiven Leitern. Das ist inspiriert durch John Maxwell, einen der weltweit führenden christlichen Leiterschaftsexperten, der auf allen Kontinenten Firmen, christliche Gemeinden lehrt über Leiterschaft. Ich kenne ihn schon seit den 90er Jahren, als er noch Pastor war in der Skyline Methodist Church in Kalifornien, wo ich Theologie und Weltmission studiert habe. Ihr könnt auf Amazon das Buch auf Englisch bestellen, 21 Irrefutable Laws of Leadership. Und bei uns für nur 12 Euro dieses Buch auf Deutsch über 21 Prinzipien von effektiven Führungskräften oder Leitern. Ja, ich möchte dich auch inspirieren, unsere Trainingsplattform zu abonnieren. Damit unterstützt du unseren Dienst, aber noch viel mehr dich selbst. Da sind über 40 Seminare von Männern und Frauen Gottes drauf zu allen wichtigen Themen. Also 120 Euro im Jahr inklusive Steuern und 11,90 Euro pro Monat. Diese Plattform wird dein geistliches Wachstum fördern, Woche für Woche, und auch dein Wachstum als Leiter und Leiterin. Kurz zur Einleitung, warum mache ich dieses Seminar? Ich mache es, weil ich glaube, wir haben ein Vakuum in unserer Zeit an guten Leitern. Jeder ist Leiter und Leiterin, zuerst von sich selbst, von seinem eigenen Leben, weil wir brauchen Disziplin, um an uns zu arbeiten, dass wir Woche für Woche wachsen. Weil nur wenn wir wachsen, haben wir anderen etwas zu geben. Und dann bist du Leiter, wenn du Vater, Mutter bist für deine Kinder. Auch am Arbeitsplatz andere zu beeinflussen. Und wir werden heute beim Prinzip der Addition sehen, entweder sind wir Addierer und fügen anderen Wert hinzu, oder wir sind Substrahierer. Und Leiterschaft ist Einfluss. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, wir sollen das Licht der Welt und das Salz der Erde sein. Und Licht vertreibt Finsternis, das brauchen wir in diesen Krisenzeiten. Und Salz hilft, dass die Gesellschaft nicht verdirbt, sondern dass sie einen Geschmack der Liebe, des Dienstes, der Wertschätzung hat. Also wir sollen Licht und Salz sein. Ich mache heute einen kurzen Rückblick auf die 5 Prinzipien, die 4 letzten Prinzipien, weil Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und vielleicht, ich will dieses Jahr die 21 Prinzipien fertig lehren im Jahr 2021. Ich will dann weitere Seminare bringen über Themen wie Gesundheit und Fitness. Das werde ich wahrscheinlich sogar in Kürze beginnen. Und wir wollen kurz zurückschauen. Das Prinzip Nummer 1 war das Prinzip des Deckels. Das besagt, du kannst dein Potenzial nur in dem Maße entfalten, wie du an dir, an Leiterschaft arbeitest und viel über Leiterschaftfertigkeiten weißt. Und wenn du mehr von deinem Potenzial nutzen willst, musst du mehr über Leiterschaft lernen. Prinzip Nummer 2 war Einfluss. Leiterschaft ist Einfluss. Und da gibt es 7 Dimensionen von Leiterschaftseinfluss. Darüber haben wir geredet. Schau dir das Prinzip 2 an. Du kannst in Einfluss wachsen, indem dein Charakter besser wird, deine Beziehungskompetenz, dein Wissen, auch die Intuition, was ist jetzt dran, deine Erfahrung, vergangene Erfolge und dein Know-how. Dann das Prinzip Nummer 3 war, Leiterschaft ist ein Entwicklungsprozess. Wir wachsen durch Erfahrungen, Lektionen, die wir lernen, in unsere Bestimmung, in unser volles Potenzial hinein, dass wir 100-fache oder sogar 1000-fache Frucht bringen für das Reich Gottes im Leben anderer Menschen. Ich habe da über 6 Phasen der Entwicklung in unserem Leben gesprochen. Schau dir das Prinzip 3 des Prozesses der Entwicklung an. Und dann, leider wird das Papier immer mehr verknickt, versuche das zu vermeiden. Und dann haben wir das Prinzip Nummer 4 gehabt. Und das ist das Prinzip der Navigation. Und das sagt, der Leiter ist wie ein Kapitän. Er sieht den Kurs zum Ziel schon am Anfang. Und er plant rückwärts. Ja?
Der Kapitän kennt den Kurs zum Ziel. Und das braucht wirklich ein Durchdenken der Strategie, der Planung. Wo wollen wir hingelangen? Ich habe das Beispiel von Roald Amundsen genannt, den Südpol zu erreichen, der das erfolgreich geschafft hat. Und Scott, sein Wettbewerber, ist gestorben, weil er schlecht navigiert und schlecht geplant hat. Und dann kommen wir heute zum Prinzip Nummer 5. Und das begeistert mich. Das Prinzip der Addition. Das Prinzip der Addition besagt, Leiter fügen anderen Wertvolles hinzu. Sie addieren Werte, Wissen, Erkenntnis, Know-how im Leben von anderen. Und dieses Prinzip ist der Schlüssel auch für dein Wachstum als Leiter und Leiterin und auch für das Wachstum von Teams von Menschen, die du leitest. Ganz kurz einmal erwähnt, im deutschen Buch ist die Reihenfolge etwas anders. Dort wird das Prinzip 5, das Prinzip des eigentlichen Leiters genannt, ist aber eine Wiederholung des Prinzips des Einflusses über diese 7 Dimensionen, wo wir an Einfluss wachsen, Charakter, Wissen, Know-how, Erfahrung. Und darum folge ich dem englischen Buch und da ist das Prinzip Nummer 5, das Prinzip der Addition. Also ist es hier im deutschen Seminar eine Bonuslektion. Das Prinzip der Addition, das ist auch das verbesserte Seminar von John Maxwell. Also ein guter Leiter lebt für andere. Und darum sind die Motive auch wichtig. Warum tust du, was du tust? Viele Menschen in der Welt tun alles, um selbst die Erfolgsleiter, Karriereleiter emporzuklettern. Und sie gebrauchen andere für ihre eigenen Vorteile, für ihren eigenen Nutzen, um selbst voranzukommen. Jesus sagt in den Evangelien, unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, soll der Diener von anderen sein. Das heißt, Gottes Herz ist, dass Leiter und Leiterinnen, denen viel anvertraut ist, sie das nutzen, um andere voranzubringen, anderen zu helfen, dass sie wachsen. Und der Grundsatz ist in Gottes Augen nicht, wie weit bringst du dich selbst voran, wie weit förderst du dich selbst, sondern das Prinzip, das Gott segnet, ist, wie weit bringst du durch deinen Dienst als Leiter und Leiterin andere voran? Wie viel hilfst du anderen aufzusteigen und hilfst ihnen, erfolgreiche Ehen zu führen, erfolgreiche Firmen zu bauen, erfolgreich den Dienst aufzubauen, ihre Gaben und Talente zu nutzen, zu trainieren und ihr Potenzial zu entfalten. Also ein guter Leiter hilft anderen, vorwärts zu kommen und er fördert sie, dass sie von Ebene zu Ebene emporsteigen. Ich möchte mit dir einmal geistliche Mathematik der Leiterschaft anschauen. Als Leiter und auch als Menschen addieren wir ständig in Beziehung oder wir subtrahieren. Wir tun eins von anderen. Das eine oder das andere. Entweder fügst du anderen Werte hinzu oder du raubst anderen Energie, Kraft, ziehst sie runter. Und als Leiter haben wir immer Einfluss. Entweder du addierst und du beeinflusst andere positiv oder du subtrahierst und du hast eine negative Wirkung. Und darum ist die Frage, die du dir selbst stellen musst, die wir uns stellen müssen, verbesserst du durch dein Leben und deinen Dienst das Leben derer, die dir folgen? Fügst du anderen Werte hinzu? Ja, oder ist es neutral? Oder bist du eher ein negativer Einfluss? Und wenn du das nicht ganz klar mit Ja beantworten kannst, dass dein Einfluss anderen Werte hinzufügt, andere besser macht, dann subtrahierst du eher. Ja? Das Interessante ist, dass 90% der Subtrahierer das unbewusst tun, weil sie ihre Wirkung auf andere nicht richtig einschätzen und nicht erkennen. Also ich zeige dir das einmal hier. Addierer, die anderen Werte beifügen,
Daraus folgt Multiplikation. Sie machen das Leben anderer effektiver, sie bauen andere auf und sie helfen andere, bessere Leiter und Leiterinnen zu sein. Substrahierer, wenn ein Leiter andere nicht wirklich fördert und andere in Wachstum führt und anderen hilft, besser zu werden und auf die nächste Ebene zu kommen. Was passiert? Leute werden frustriert. Leute fangen an zu streiten. Leute, die Atmosphäre wird negativ und es führt zu Division und Spaltung. Auch viele christliche Gemeinden oder Dienste spalten sich irgendwann. Warum? Weil Leute unzufrieden sind. Weil die Leiter selbst nicht wachsen und nicht wirklich Werte und Wertvolles hinzufügen. Und dann gehen Leute, spalten sich, gründen neue Gruppen oder gehen dahin, wo sie meinen, dass die Weide grüner ist. Also wenn wir nicht Division wollen, sondern Multiplikation und Wachstum einer Firma, eines Dienstes, einer Gemeinde, dann müssen die Leiter Addierer sein, die selbstständig wachsen und anderen helfen, besser zu werden. Also wenn Leiter Substrahierer sind, dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass es zu Teilung und Division kommt. Also warum sind die 90% Substrahierer, warum tun sie das unbewusst? Warum geschieht das? Weil die Menschen im Natürlichen Egoisten sind. Aber 90% der Addierer, die also andere Bereiche, anderen Werte hinzufügen, tun das bewusst und absichtlich. Warum? Also der Punkt war genau, warum? Warum tun das Addierer bewusst, 90% aller Addierer bewusst und absichtlich? Weil Menschen im Natürlichen Egoisten sind. Und Addierer zu sein erfordert, dass du deine Bequemlichkeitszone verlässt, um anderen zu helfen, zu dienen. Zweitens, dass du dich selbst verleugnest. Und drittens, dass du bewusst nachdenkst, wie kann ich andere aufbauen? Wie kann ich anderen helfen? Wie kann ich anderen Werte hinzufügen? Also um Addierer zu sein, ist es nötig, dass du ein Leiter bist, der an dem andere gerne folgen. Wenn du Addierer bist, folgen dir andere gerne. Und das ist die Grundlage dafür. Viele, die große Unterschiede durch ihr Leben gemacht haben, haben das verstanden. Wie Mutter Teresa, Martin Luther King, ja, der die Schwarzen befreit hat, der gesagt hat, ich habe einen Traum, dass alle gleich sind, in der Gesellschaft gleiche Chancen haben, schwarz und weiß. Ja. Albert Schweitzer in Afrika, Nelson Mandela, der über 17 Jahre im Gefängnis war, um Apartheid abzuschaffen, der dann Präsident von Südafrika wurde und der also Apartheid, die Teilung, Spaltung der Gesellschaft beendet hat. All diese großen Leiter wussten, dass es nicht um ihre Position geht, sondern dass es in ihrer Leiterschaft darum geht, das Leben anderer zu verbessern und Werte und Freiheiten und Wissen und Potenzialentfaltung anderen hinzuzufügen. Und das Gleiche gilt für dich und mich. Es geht nicht um deine und meine Position, sondern wir nutzen unsere Autorität, anderen Werte hinzuzuführen. Wenn du Werte addierst, hat das mehrere positive Wirkungen. Ich will einmal 5 Stück nennen. 5 positive Wirkungen, wenn du ein Addierer von Werten für andere wirst. Erstens, du hast Erfüllung und Freude, andere zu leiten, anderen zu dienen. Du bist erfüllt. Zweitens, du leitest aus den richtigen Motiven heraus, um andere voranzubringen, nicht dich selbst. Drittens, du hast die Fähigkeit, weil immer mehr Leute bereit sind, mit dir zusammenzuarbeiten, große Werke zu vollbringen und größer und größeren Einfluss und Dienste aufzubauen. Viertens, du entwickelst starke Leitungsteams. Andere werden selbst Addierer von Werten für andere. Das, was du selbst bist, multiplizierst du in anderen und die Teams und die Dienste wachsen dadurch. Fünftens,
eine dienende Haltung und Kultur ist in deinem ganzen Team, in deiner ganzen Organisation. Wenn du anderen Werte hinzufügst, dann erhebst du andere, du förderst die Fortschritte anderer und du hilfst ihnen, Teil von etwas Größerem als sie selbst zu sein. Und du hilfst, ihre Berufung zu erfüllen und ihre Gaben und Talente zu erkennen und zu trainieren und zu nutzen. Also du hilfst anderen, in ihre volle Berufung und Bestimmung zu kommen und viel Frucht zu bringen. Jetzt will ich mit dir einmal 4 Richtlinien anschauen, wie du anderen Werte addieren und hinzufügen kannst. Und damit kannst du mit diesen 4 Richtlinien das Prinzip der Addition praktizieren als Lebensstil in deinem Leben. Richtlinie Nummer 1 ist, ich habe das hier aufgeschrieben, füge Werte hinzu, addiere im Leben anderer durch, erstens Wertschätzung anderer, indem du andere Menschen als wertvoll und wichtig erachtest. Effektive Leiter helfen anderen ganz bewusst, weil sie Menschen lieben, achten und wertschätzen. Das ist Gottes Herzenshaltung. Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Und Leiterschaft hat mit Menschen zu tun. Wir dienen als Leiter und fügen anderen jeden Tag und jede Woche Werte hinzu, weil Menschen wichtig sind. John Maxwell erwähnt eine lustige, interessante Geschichte, als ein Direktor einen Leiter über eine Abteilung befördert, als Abteilungsleiter eingesetzt hat. Als er nach seiner Beförderung am Morgen zur Arbeit kam, ging er durch die Abteilung, schaute an allen vorbei und ging schnurstracks auf sein Büro zu, hat seine ganzen Mitarbeiter ignoriert und nicht einmal begrüßt. Sein Boss sah das und rief diesen jungen Leiter sofort zu sich und er hat ihm gesagt, hat ihn konfrontiert und sagte, mir ist aufgefallen, du bist heute Morgen an allen deinen Mitarbeitern vorbeigegangen, ohne sie zu begrüßen. Warum hast du das getan? Und der junge Leiter sagte, ja, ich habe heute so viel zu tun, mein ganzer Kalender ist voll, ich habe ein großes Projekt, ich habe so viel zu tun, da habe ich gedacht, ich gehe lieber direkt zu meiner Arbeit und fokussiere mich auf meine Aufgaben und auf meine Arbeit. Und der Boss sagte zu ihm, du bist gerade an deiner Arbeit vorbeigegangen, hast sie ignoriert, weil deine Arbeit sind Menschen, dein Team ist deine Arbeit. Das ist dein Job, dein Team zu ermutigen, aufzubauen und mit ihnen eine intime Beziehung zu haben. Also Leiter sind beziehungsorientiert und dann zweitens aufgabenorientiert. Eine interessante Sache ist auch, dass in der Zeichensprache, also im Amerikanischen, vielleicht auch in der Deutschen, ich weiß es nicht, schreibt mir eine E-Mail, macht einen Kommentar, wenn das so ist. Die Zeichensprache für dienen ist 2 aufgehobene Hände, die hin und her gehen zwischen der Person und seinem Gegenüber. Und das ist ein wunderbares Bild, diese Zeichensprache für dienen. Das zeigt nämlich offene Hände, hilfsbereit, vertrauend, Hilfe anbietend und aufgeschlossen sein. Auch verletzlich sein, anderen gegenüber. Also wir addieren Werte, indem wir andere Menschen als großen Wert ansehen und sie lieben. 2. Richtlinie, wir addieren Werte für andere, wenn wir uns selber wertvoller machen für andere. Wachse selbst, jede Woche. Habe einen Wachstumsplan. Habe Bücher, die du liest. Studiere. Lerne mehr über Leiterschaft, über Beziehungen. Ja? Werde Jünger Jesu. Wir brauchen diese beiden Dimensionen. Jüngerschaft, geistliches Wachstum, alles zu lernen. Das kannst du durch eine Bibelschule machen. Oder werde besser in Kommunikation. Lerne über Ehe, über Familie, über Beziehungen. Und je mehr du, je bewusster du an deinem persönlichen Wachstum arbeitest, umso mehr hast du anderen zu geben. Du kannst nur weitergeben, Werte und Wertvolles, wenn du
selbst in dich vorher investiert hast. Johannes der Täufer sagte, der den Weg von Jesus bereitet hat, der Mensch kann nur das weitergeben, was er vorher empfangen hat. Vom Himmel, in Offenbarung, Erkenntnis, aber auch durch Studium. Und wenn du suchst, wirst du finden und du wirst wertvoller an Wissen, Fertigkeiten und Gelegenheiten. Was hast du anderen zu geben? An Wissen, vielleicht Gelegenheiten, du kannst andere fördern, einen Dienst anvertrauen oder Erfahrung aus Weisheit und Erfahrung lernen. Also habe einen Wachstumsplan, arbeite an dir selbst. Drittens addieren wir Werte für andere, wenn wir wissen, was anderen wichtig ist und wir gehen darauf ein. Was sind die Nöte anderer? Was sind ihre Bedürfnisse? Wo kannst du helfen? Was sind die Fragen anderer? Was sind ihre Träume und Hoffnungen? Was sind ihre Hindernisse, mit denen sie zu kämpfen haben? Wichtig ist, dass Leiter Fragen stellen, zuhören und lernen. Unerfahrene Leiter sind schnell beim Leiten, bevor sie die Menschen und ihre Nöte überhaupt kennengelernt haben. Sie wollen gleich zur Leiterschaft kommen, sagen, das ist der Weg, den wir alle gemeinsam gehen. Und dann schauen sie nach hinten und wundern sich, dass keiner ihnen folgt. Sie haben keine Autorität, weil sie keine Beziehung zu den Menschen entwickelt haben. Und reife, erfahrene Leiter hören zuerst zu, sie stellen Fragen, ich habe das hier mal aufgeschrieben, sie lernen über die Menschen, über die Nöte und Bedürfnisse, über die Wünsche und Träume und erst dann, wenn sie das analysiert haben, leiten sie Teams, indem sie dienend sind. Ja, sie leiten als Dienende. Also wir müssen das lernen, weil wenn du das nicht tust, dann kannst du der Mann sein, der eine alte Frau auf der Straßenseite sieht und sie unter die Arme hakt und sagt, gerne Mütterchen, helfe ich dir über die Straße und er bringt sie widerwillig auf die andere Straßenseite, nur um von der alten Dame zu hören, aber ich wollte doch gar nicht auf die andere Straßenseite gehen. Wenn du das vermeiden willst, musst du wissen, was anderen wichtig ist und darauf eingehen. Und dann wirst du ein Leiter sein, dem andere gerne folgen. Vierte Richtlinie, wir addieren Werte, wenn wir Dinge tun, die Gott wichtig sind. Ja? Gott wird seinen Willen und seine Weisheit immer segnen in deinem Leben und im Leben anderer. Und in Matthäus 25, 31 bis 40 sind die Kriterien für Gericht. Und wo Gott belohnt oder straft. Und Gott nimmt unseren Dienst an unserem Nächsten ganz persönlich. Und John Maxwell zitiert das unter diesem Punkt, das Gleichnis. Und Jesus sagt dort, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Das sind 6 Dimensionen. Ich war durstig. Menschen sind durstig nach Sinn, nach Beziehung und Freundschaft und Förderung. Und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war Fremdling, ich war einsam und verachtet, vielleicht abgelehnt und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, das kann auch nackt sein in Sachen Identität und Sinn und Zweck und ihr habt mich bekleidet. Ja? Ich war krank an der Seele, körperlich, seelisch, geistlich und ihr habt mich besucht und ihr habt mir gedient, dass ich gesund und heil wurde. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir und habt das Gefängnis geöffnet. Ja, Menschen sind gefangen, ja, in Bedeutungslosigkeit, auch in Sünde und Schuld. Darum müssen wir das Evangelium von Jesus Christus predigen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um unsere Schuld und Sünde zu bezahlen durch sein vergossenes Blut. Und dann werden wir frei von Süchten. Und das ist gute Leiterschaft, dass wir Menschen helfen in diesen Dimensionen ihrer Not. Und da, wo wir unseren Nächsten gedient haben, indem wir die Dinge getan haben, die Gott wichtig sind, Kranke heilen, Menschen befreien, Menschen zu Jüngern Jesu machen, da sagt Jesus, wo ihr dem Geringsten Gutes getan habt, Werte addiert habt, da habt ihr mir gedient. Und Gott wird das in Ewigkeit belohnen.
Gute Leiterschaft, auch ein wichtiger Satz, hat keine ungelösten Beziehungskonflikte mit anderen Menschen. Gute Leiter sind Versöhner. Sie bringen Vergebung und Versöhnung, heilen Beziehungen und haben selbst geheilte Beziehungen mit anderen Menschen. Wenn wir anderen dienen und anderen Werte hinzufügen, dann hat das gute Auswirkungen. Wir haben gereinigte Motive. Du tust das nicht, um selbst Karriere zu machen, sondern wenn du anderen dienst, anderen Werten hinzufügst, dann tust du es aus dem reinen Gewissen, reinen Werten hinaus, andere besser zu machen. Du hast die richtige Perspektive, das ist Gottes Perspektive, nämlich ein Diener aller Menschen zu sein. Und dann, drittens, bereitet es den Weg für fantastische Leistungen und großartige wachsende Werke, weil immer mehr Menschen werden angezogen und werden mit dir zusammenarbeiten, anderen Werte hinzuzufügen. Jetzt noch kurz einige Fragen zur praktischen Anwendung für dich zum Abschluss über das Prinzip der Addition. Drei Fragen. Frage dich einmal selbst, hast du eine dienende Einstellung allen Menschen gegenüber? Fügst du anderen Werte hinzu durch dein Leben? Denkst du darüber nach? Oder wirst du schnell ungeduldig mit anderen Menschen? Wirst du still ärgerlich, zornig, wenn etwas anderen nicht so glückt oder gelingt oder sie vielleicht auch mal einen Fehler machen? Dann musst du an deiner Einstellung arbeiten. Bist du als Leiter und Leiterin zu jedem Dienst bereit? Bist du bereit, auch mal Drecksarbeit zu tun, Stühle aufzustellen, sauber zu machen, ja, da etwas zu tun, was übersehen wurde? Ja, arbeite an deiner Einstellung als dienender Leiter. Zweite Frage. Was ist den Menschen um dich herum wichtig? Stell dir diese Frage. In deiner Familie, am Arbeitsplatz, in deiner christlichen Gemeinde, deinen Kindern, in der Nachbarschaft. Und dann stell mal eine Liste auf, was sind ihre Nöte und Bedürfnisse? Was ist ihnen wichtig in deiner Familie, am Arbeitsplatz, in deiner christlichen Gemeinde? Und dann schreibe eine Skala 1 bis 10 darunter. 1 ist sehr schlecht, du machst das noch gar nicht. 5 ist befriedigend und 10 ist exzellent, sehr gut. Also wie sehr gehst du auf die Nöte und Bedürfnisse deiner Umwelt ein? Dritte Frage als Hausaufgaben. Entwickle einen Lebensstil des Addierens von Werte für die Menschen auf deiner Liste. Was wollen sie und was kannst du tun, damit sie wachsen, damit sie gefördert werden und damit du ihnen hilfst, ihre Bestimmung und Berufung zu erfüllen? Danke, dass du das Prinzip 6 von Addition, Leiterschaft, Addieren, Werte anderer, mach das zu einem Lebensstil. Das Prinzip Nummer 6 ist auch sehr, sehr wichtig und stark. Und das ist das Prinzip des festen Bodens. Und der feste Boden ist Vertrauen. Leiter sind vertrauenswürdig und sie bauen Beziehungen des Vertrauens zu anderen. Und wie du im Vertrauen mit anderen wachsen kannst und was du dafür tun kannst und musst, ist das nächste Prinzip. Abonniere meinen YouTube-Kanal, gib ein Like, damit dieses Video auch weitergeleitet wird. Und wenn du dieses Buch bestellst für 12 Euro, das ist, dass du als Leiter wächst. Du kannst auch das Vorstellungspaket für 15 Euro dazu bestellen. Dann mache ich dir einen Sonderpreis für nur 25 Euro, versandkostenfrei, kriegst du das Vorstellungspaket der Bibelschule, das ist Jüngerschaft, und dieses Buch über Leiterschaft, 25 Euro inklusive Versandkosten für beides. Gott segne dich reichlich. Du kannst über info@isddbibelschule.de beides bestellen. Gottes reichen Segen.